Hey Leute, hier ist Fips Chief X und heute zeige ich euch, wie ihr so ein Wallpaper in Cinema 4D und Photoshop CS5 erstellen könnt. Also fangen wir gleich mal an in Cinema 4D. Haben wir hier erstmal gar nichts. Darum benutzt ihr am besten meinen Lightroom. Den stelle ich in die Beschreibung zum Download. Und ja, dann müssen wir das ganze andere jetzt nicht ein Lightroom selber machen und geht das ganze schon schneller, das Tutorial. Dann habt ihr euren Hintergrund und wisst auch ein paar Tipps. So, dann habt ihr euren Lightroom eben runtergeladen, hier auf Datei hinzuladen und wählt euren Lightroom aus. Dann müsste das so ungefähr kommen. Dann habt ihr hier jetzt euren Text. Lichter, die sind hier, wenn jetzt hier ein bisschen rauszoomen, sind da Lichter. Array, das sind hier nochmal Lichter außenrum. Und Lights, das ist die ganze Fläche. Diese drei könnt ihr eigentlich ignorieren. Ihr habt hier nur eure Kamera, hier, an dem Punkt, und euren Text eben. Und wenn ihr jetzt auf die Kamera klickt, auf dieses kleine Kästchen nebendran, dass es weiß ist, dann seht ihr euren Text von vorne. Und wenn ihr auf euren Text klickt, auf euren Mode-Text, könnt ihr dort unten euren Namen nach reinschreiben. Ich schreibe jetzt in dem Fall mal Fips Chief X rein. So, und dann könnt ihr hier unten noch die Font ändern, also die Schriftart. Ich werde meine Schriftart, die ich jetzt verwende, wieder in die Beschreibung stellen, dass keine Fragen aufkommen. Ich weiß selber noch nicht, was für eine Schriftart ich nehme, darum suche ich jetzt mal eine schöne aus. Die sieht doch ganz lustig aus. Nehmen wir diese Schriftart. Und das ja ein Lightroom von mir ist und das alles hier schon vorgegeben war, ist auf dem Text schon ein Material drauf. Das ist das hier unten. Das ist hier eben auch drauf, auf dem Text. Und wenn man das jetzt rendert, sieht es schon relativ gut aus. Aber wie man im Hintergrund sieht, ist an der Seite noch eine zweite Farbe, eben zwar eben hellblau. Und um diese dazu zu fügen, zieht ihr dieses Blau. Das könnt ihr auch noch ändern. Ich mache jetzt hier noch kein Material-Tutorial oder so ähnliches. Auf jeden Fall, wenn ihr doppelklickt auf das Material unten klickt und bei Farbe oben seid, könnt ihr hier die Farbe noch ändern. Dann könnt ihr jetzt, wenn ihr möchtet, grün nehmen. Nehme ich jetzt mal in dem Fall, dass es nicht genau gleich wie der Hintergrund aussieht. Ich mal ja ein Neongrün und dieses Grün ziehe ich auf das Material und wichtig ist, dass das schwarze Material auf der rechten Seite ist und in das klicken wir auf das schwarze Material und schreiben hier unten in Selektion C1 rein. Dann sind die äußeren Kanten grün. Und wenn wir das jetzt rendern, sieht es eben so aus. Und wieder an die Kameraansicht. So, jetzt haben wir bei unserem Text noch es von links unten Kameraansicht. Das heißt, wir drehen entweder die Kamera nach links unten oder den Text. Ich drehe jetzt einfach mal den Text. Das heißt, wir klicken auf den Text und wählen hier oben das hier aus zum Drehen des Textes. Dann nehmen wir hier auf den roten Streifen und ziehen dies nach oben. Und dann eben noch nach rechts. Ja, stimmt es ungefähr so.
Ja, nicht ganz. Zieht das ungefähr so hin, dass es für euch passt. So ungefähr. Dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen reinzoomen. Einfach mit dem Mausrad nach vorne. Wenn ihr das jetzt wieder rendert, sieht das Ganze so aus. Ist jetzt noch nicht spektakulär, aber das kommt alles noch in Photoshop. So. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Und jetzt gehen wir auf die Rendereinstellungen schnell. Klicken hier ganz rechts drauf. Gehen auf Ausgabe und schreiben rein. Das ist jetzt, ja, das ist eigentlich 1280 auf 720. Speichern. Klicken wir hier. Das ist wichtig. Es muss TIFF-PSD-Ebenen sein. Man kann genauso gut PNG nehmen, aber TIFF-PSD-Ebenen hat eben, ist ein kleinen Tick besser beim Ausschneiden und beim in Photoshop einfügen. Also es muss auf TIFF-PSD-Ebenen oder TIFF. Und Alpha-Kanal muss an sein, das ist auch wichtig. Und ja, das war es eigentlich auch. Ganz schnell. So, dann rendern wir das. Ah nein, halt, halt, halt. Stopp, stopp, stopp. Speichern. Ihr müsst es noch speichern. Am besten einfach schnell auf den Desktop. Tutorial. Speichert das Ganze hier auf den Desktop. Und rendert es. Sollte jetzt relativ schnell gehen. So, dann können wir Photoshop, Cinema 4D können wir schließen und gehen rüber in Photoshop. Dort öffnen wir eine neue Datei. Diese macht ihr so groß wie euer Bildschirm eben ist, eure Desktop-Auflösung. Die könnt ihr nachschauen, indem ihr Rechtsklick auf euren Desktop klickt und hier auf Bildschirmauflösung. Dann steht hier bei mir zum Beispiel 1366 auf 768 empfohlen. Das muss eben die empfohlene Größe für euren Bildschirm sein. Und diese tippt ihr dann in Photoshop. Und klickt OK. Und hier der Hintergrundinhalt sollte noch transparent sein. So, dann machen wir erstmal einen Verlauf. Klicken hier auf Verlaufswerkzeug. Bei mir sieht es jetzt so aus, aber wenn ihr dort oben drauf klickt, und das normalerweise ist bei euch das hier, das von einer Farbe zur anderen geht, die zwei hier unten. Und wir möchten aber radial, dass es eben so aussieht. Und wir möchten auch nicht blau, sondern ein helles Grün. Nehmen wir ein helles Grün und ziehen ungefähr von der Mitte aus, halten Shift gedrückt, ich glaube Shift ist die Taste über Steuerung, halten gedrückt, ziehen es zur Seite und lassen los und dann kommt so unser Verlauf und dann ziehen wir, öffnen wir unsere Schrift, wo wir in Cinema 4D erstellt haben und laden sie in Photoshop. So, jetzt haben wir hier unsere Schrift. Wenn wir das jetzt irgendwie so hier reinziehen wollen, einfach so, klappt das natürlich nicht, weil der Hintergrund eben noch schwarz ist. Darum gehen wir hier oben bei Ebenen auf Kanäle, halten Steuerung gedrückt und klicken auf Alpha. Nur auf Alpha klicken, nicht auf Grün oder RGB, nur auf Alpha. Dann umrahmt es hier unseren Text und mit dem Auswahlwerkzeug können wir das dann auf den Text klicken und es einfach rüberziehen. Dann haben wir das hier. Dieses ziehen wir dann erstmal ein bisschen kleiner. So ungefähr. Und gehen auf die Ebeneneinstellungen von dem Text. Dazu klicken wir Doppelklick auf das kleine Bildchen von der Ebene, auf Schlagschatten und ziehen diesen ungefähr auf
30 und überfüllen auf 10. Dann klicken wir noch auf Verlaufsüberlagerung und diese drehen wir, also das ist jetzt ein Verlauf von weiß zu schwarz nach unten und der ist halt eben senkrecht und da unser Text nicht senkrecht ist, sondern ein bisschen verschoben, müssen wir das so hindrehen, dass der Winkel richtig ist, also dem Text entspricht, so ungefähr. Und jetzt, wenn wir hier die Füllmethode ändern auf farbig abwählen und die Deckkraft ein bisschen runterstellen, bisschen ändern, dass alles passt, sieht das Ganze so aus. Und so sind wir hier eigentlich fertig, klicken OK. Und jetzt klicken wir Steuerung J, um die Ebene zu kopieren. Ziehen diese groß, also wirklich groß, am besten über das ganze Bild, so ungefähr. Ja, ein bisschen kleiner wird auch reichen. Klicken Enter und öffnen hier die Ebeneneinstellung von dieser Ebene und entfernen den Schlagschatten. Und Verlaufüberlagerung entfernen wir beides oder einfach die Effekte. Schließen das wieder und gehen hier oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. So, das ist jetzt bei mir ganz oben, will ich nicht. Dann drehen wir das so, dass es ungefähr wieder unsere Richtung, in der der Text zeigt, also dass wir das so hindrehen, vom Winkel her, und tun das dann so stark machen, dass es so ungefähr aussieht, also ungefähr 480. Bei euch kann das natürlich mehr oder weniger sein. Und dann ändert ihr hier oben die Einstellungen, sind eigentlich auch die Ebeneneinstellung, die Füllmethode von der Ebene. Die ändert ihr am besten. Das müsst ihr jetzt euch selber schauen, was euch am besten gefällt. Ihr klickt drauf und bei Windows funktioniert es so, dass ihr einfach mit der, wenn das hier oben blau ist, dass ihr einfach mit den Pfeiltasten runter und hoch könnt und euch eben das Beste raussucht. Würde ich jetzt zum Beispiel das hier nehmen und dann können wir die Ränder noch so ein bisschen mit dem Radierer so ein bisschen wegmachen und ja, dann sieht es noch ein bisschen cool aus, wenn euer Name natürlich nochmal drauf steht. Was heißt nochmal drauf steht? Eben das Design bei Fips GFX oder wie ihr eben heißt, Designed by Fips GFX und das natürlich in schwarz oder weiß, so wie ihr es eben bei euch habt. Ich nehme jetzt schwarz oder nehme ich schwarz, nein, ich nehme weiß. Ja, so auf jeden Fall gibt es jetzt wieder einen kleinen Tipp für Texte, wenn ihr nämlich jetzt Doppelklick wieder auf eure Ebene macht. Eben erstmal einen Schlagschatten, das sieht immer gut aus bei Texten. Und wenn ihr jetzt auf Verlaufsüberlagerung geht, auf den Verlauf klickt und das Schwarz so weit in die Mitte zieht und Weiß so weit in die Mitte zieht, dass es beim Text hier ungefähr mittig liegt, Schwarz und Weiß. So ungefähr. Dann klickt ihr OK. Und ändert die Deckkraft nach unten. Dann weiß ich jetzt nicht, ob man sieht. Auf jeden Fall
ist unten jetzt dunkler und oben heller und es gibt eben, ja, einen guten, professionellen Look, sage ich jetzt mal. So. Jetzt gibt es noch Color Correction, die man auf das ganze Bild machen kann. Da kann man lang drüber reden, aber ich mache jetzt mal eine ganz einfache. Man klickt hier, ich habe hier jetzt Korrekturen hier unten. Ihr könnt hier auch bei euren Ebenen auf das Schwarze klicken und dann habt ihr das gleiche hier auch. Also dann nehmen wir hier mal, wo ist's? Verlaufsumsetzung. Dann klickt ihr hier unten auf den Verlauf. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn es weg ist, auf jeden Fall. Ja, das müsste bei euch auch dort unten angezeigt werden. Klickt ihr dort auf Verlauf und wählt vorerst mal das hier aus. Und dann ändert ihr die Farbe in ein sehr dunkles Blau. Wirklich sehr dunkel. Und sieht jetzt schon mal so aus. Da wir aber grün möchten, nehmen wir hier grün, am besten ein helles Grün, weil zu grün ein bisschen zu extrem aussieht und zu gesättigt. Darum nehmen wir ein helles Grün, klicken OK, nochmal OK. Und jetzt ist es wieder so, dass wir hier die Ebenenfüllung so ändern müssen, dass es uns am besten gefällt. Darum gehen wir wieder nach unten. Suchen das aus, was uns am besten gefällt. Wenn wir hier etwas Dunkles wollen, können wir weiches Licht oder ineinander kopieren. Etwas heller ist eben aufhellen oder negativ multiplizieren. Und ja. Und jetzt sehe ich hier gerade, habe ich bei meinem hier noch einen Schatten weiter nach links unten gemacht, das so aussieht, als wäre es hinten auf einer Wand. Das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Auf jeden Fall, wenn man hier nochmal auf den Text geht und Doppelklick draufklickt, auf den Schlagschatten und den Abstand ungefähr auf 25 zieht und den Winkel nach rechts oben auf ungefähr 40, bei mir jetzt 40, oder es geht, ja doch, 40. Ja, 45 sagen wir mal. Und die Überfüllung runterzieht. Abstand ein bisschen höher. So, dass es ungefähr so aussieht. Ja, Deckkraft noch ein bisschen nach unten. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Klickt wieder OK. Und da habt ihr eigentlich schon euer Wallpaper. Ihr könnt jetzt hier noch mit den, wenn ihr auf diese Ebene geht, mit der Deckkraft rumspielen, die ein bisschen heller oder dunkler machen. Ja, das ist jetzt euer Ding. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt ungefähr, wie was geht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Oder ja, für wenn ihr was nicht wisst oder was nicht klappt, was nicht versteht, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich antworte eigentlich immer auf alles oder auf Nachrichten. Antworte ich auch immer. Und wenn ihr Wünsche habt zu anderen Tutorials, eben wie man jetzt eine richtige Color Correction macht, mit eben hier noch Dynamik, Farbton, Helligkeit, Kontrast, Gradationskurven und Fotofilter und dem ganzen Zeug, könnt ihr auch gerne schreiben. Überlegt euch was. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Müsst jetzt nur noch hier speichern unter PNG und auf eurem Desktop. Und ja, das war's eigentlich schon. Euer FipsChiefX. Bis zum nächsten Mal.